Schön, dass du da bist. Komm, setz dich mit ans Feuer. Ich habe einen Tee für dich gekocht. Und wenn du möchtest, werde ich dir jetzt eine Geschichte erzählen. Sie heißt Der Elefant und der Schmetterling. Es war einmal ein Elefant. Einsam lief er durch den Sand. Und seine Füße hinterließen große, tiefe Abdrücke. Der Elefant war schwer und er war traurig. Und deshalb war er noch schwerer. Er hatte den Kopf gesenkt und bei jedem traurigen Schritt schwankten seine Ohren wie riesige Fächer. Da kam ein Schmetterling vorbeigeflogen. Er sah den Elefanten und fragte, ob er sich nicht ein wenig auf sein Ohr setzen dürfte. Oh, bitte nicht, lieber Schmetterling, antwortete der Elefant mit gesenktem Blick. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber das ist mir zu viel. Ich bin schon so schwer. Stell dir vor, ich wiege mehr als 3 Tonnen. Und weißt du was? Meine Traurigkeit wiegt auch noch einmal 2 Tonnen. Kannst du dir vorstellen, wie schwer das ist? Nein, lieber Elefant, das kann ich nicht, sagte der Schmetterling und wurde nachdenklich. Er blieb eine Weile in der Luft stehen und schaute dem Elefanten hinterher, der weiter einsam durch den Sand stapfte. Nach einer Weile flog der Schmetterling hinter dem Elefanten her und sagte: Meinst du nicht, wir könnten es vielleicht trotzdem mal versuchen? Ich setze mich auf dein Ohr und wir gehen ein Stück gemeinsam. Der Elefant hob langsam den Kopf. Oh, bitte, bitte nicht. Ich mag dich. Ich mag dich sehr. Und ich würde ja auch gern, aber weißt du, meine Last ist so schwer, da kann ich dich nicht auch noch tragen. Der Schmetterling flatterte neben dem Kopf des Elefanten her und sah dessen traurigen, schweren Gang. Nach einer Weile begann er, ein kleines Liedchen zu pfeifen. Das Liedchen klang heiter. Ja, es klang heiter und unbeschwert. Es klang nach Tanzen und nach warmem Sommerregen. So liefen die beiden nun eine Weile zusammen. Und der Elefant merkte gar nicht, dass er plötzlich nicht mehr so schwerfällig lief. Und irgendwann brummte er sogar ein bisschen mit. Ja, bei jedem Schritt hörte man einen tiefen, brummeligen Laut. Irgendwie klang es gemütlich. Und irgendwann begannen die Ohren des Elefanten, diese riesigen Fächer, immer gemütlicher zu wedeln. Nach und nach wurde das Wedeln schwungvoller und der Schmetterling musste aufpassen, dass es ihn nicht wegwehte, wenn die großen Ohren immer kraftvoller von hinten nach vorne flogen und wieder zurück. Der Schmetterling mochte den Elefanten sehr und wollte ihn gern noch ein Stück begleiten. Also ließ er sich von den großen fliegenden Ohren nicht abschrecken. Im Gegenteil, der Schmetterling fand es spannend, immer wieder schnell in Deckung zu gehen und sich dann schön wieder zu platzieren. Ja, es war auch interessant, dass das Lied einen ganz besonderen Rhythmus bekam. Immer wieder entstanden kurze Pausen. Und doch war der Schmetterling stets zum richtigen Zeitpunkt wieder zur Stelle, um im Takt der Musik weiterzupfeifen. Inzwischen war der Schritt des Elefanten immer weicher und geschmeidiger geworden und auch das Brummen immer grummeliger und gemütlicher. Der Schmetterling war auch bester Laune. Er konnte ein lustiges Liedchen pfeifen.
Er konnte ein Spielchen spielen, das ihm Freude machte, und er konnte hin und her fliegen. Ja, er konnte sehen, wie der gute, traurige Elefant immer weniger traurig und immer leichter wurde. Irgendwann hielt der Schmetterling sich am Ohr des Elefanten fest und krabbelte zu dessen Kopf. Dort setzte er sich genau auf die Mitte seiner Stirn. Dort hatte er nämlich die allerbeste Aussicht. Der Elefant spürte nur ein leichtes Kitzeln, aber das war angenehm, sogar sehr angenehm. Und auch für den Schmetterling war es schön, ja, es war sogar wunderschön. Denn von hier aus konnte er alles sehen. Er sah die Schönheit der Welt und das Allerschönste. Er fühlte das Lächeln in den Augen des Elefanten.